Hallo Freunde, Zuschauer, Follower und Abonnenten. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt oder auch nicht. Wir haben ja bloß 4% Abonnutzer, seltsamerweise alles andere Fremdzuschauer. Bitte Glocke aktivieren oder Kanal löschen. Daumen nach oben, besser nach unten, weil das ist besser. Was wollen wir noch sagen? Ansonsten bitte abonnieren. Die Katze braucht Futter. Okay. Wir wollen das ja in absehbarer Zeit noch schaffen, die Monetarisierung, das wisst ihr alle. Und wir gucken, ob das überhaupt funktioniert als Laien, sagen wir mal so. Heute mal Schusstest. Ich habe mir die kleine Wumme umgebunden. Ja, das Holster war damals bei der fast gratis Spende mit dabei gewesen. Habe ich ja in einem älteren Video vorgestellt. Nun soll es langsam mal ans Schießen gehen. Silvester rückt immer näher. Raketen wurden von uns noch nicht besorgt. Aber darf man ja sowieso nicht schießen. Okay, von nahen zeigen können wir es dann nochmal drinnen am Schreibtisch. Ihr wollt alle sehen, wie es kracht und knallt. Wir wollen nicht, dass die Polizei vorbeigeht oder kommt. Und deswegen werden wir das ein bisschen beschränken, das Schießen. Ihr habt das Ding schon mal gesehen. Uraltes Teil. Frühe 90er, wenn nicht sogar noch älter. Und was labern wir lange? Warum knallt es nicht? Ne? Direkt in die Kameralinse? Wollen wir mal gucken, ob die schussfest ist? Nein. Gut, okay, wir werden jetzt sehen, ob das Ding jetzt auseinanderfliegt. Das ist ja noch eine Waffe, die mit den stärkeren Patronen geschossen hat früher. Jetzt sind die 8mm ja ein bisschen schwächer. Und deswegen hoffe ich, dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Das ist ja nicht meine Waffe. Also war bisher noch nicht meine, jetzt ist es ja meine. Also aber auch noch nie getestet. So. Siehst du überhaupt was, Kameramann? Näher rangehen? Passt. Machen wir mal eine Aufnahme von ganz nah. Ja. Auf Vorsicht, Ohren zu. Schön, sie hält. Ja, es wackelt schon ein bisschen in der Hand. Geil. Und schön nochmal die erste Ladehemmung. Die Hülse wurde nicht richtig ausgeworfen. Aber abgefeuert ist sie. Okay. Nochmal. Ah. Also scheinbar habe ich Schwierigkeiten mit dem Hülsenauswerfer. Oder mit der Auszieherkralle. Oder aber das Magazin war zu straff oder zu voll. Weil mir wurde gesagt, mit den etwas schwächeren Patronen repetieren die Waffen nicht ordentlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Nochmal so, ja. Bedrohungspotenzial. Also Kameramann sollte lieber ein bisschen beiseite gehen. Mal gucken, vielleicht schieße ich jetzt das teure Handy vom Sockel. Geil, wa? Das macht doch Spaß. Könnte man einen ganzen Tag machen übrigens. Der nächste Test wird sein, dass ich mit den original uralten Gaspatronen schieße und der Kameramann darf mal kräftig schnuppern. Was haltet ihr davon? Daumen nach oben, und bei 1000 Daumen nach oben muss der Kameramann mal einen tiefen Zug nehmen, weil wir wollen ja testen, ob das eine gewisse Stoppwirkung hat. Ich selber habe privat schon mehrmals dran geschnuppert, zu Testzwecken als Jugendlicher. So nach dem Motto, wer traut sich, wer kann, wer macht, wer hat nicht die Hosen voll, wer ist keine feige Sau. Ja, ja, gucken wir mal, was noch vorhanden ist, Leute. Gut, wir haben noch einen Schuss. Und viele haben sich, zwei Schuss, viele haben sich gewünscht, irgendwas kaputt zu schießen, wollen wir in Zukunft auch machen. Der Kameramann ist in die Vollen gegangen, hat für teuer Geld eine Meloni gekauft, wie ihm aufgetragen war. Nee, hast du nicht. Ne? Ist meine eigene aus dem Garten. Kameramann, können Sie bitte mal die Meloni präparieren? Alles muss man sagen. Leute, 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 Personal, Bodenpersonal schickt das Arbeitsamt. Ja, fein gemacht. Warum ist kein Gesicht drauf gemalt? Können wir noch machen. Also die Alien-Melone ist präpariert. Und näher rangehen oder ranzoomen? Was sagt der Kameramann? Was sagt die Bildqualität? Passt. Haben wir wieder abgelost mit dem Handy. Er hat in 4K investiert. Kann ich leider nicht mithalten. Deswegen seine Kamera heute.
Ja, wir halten mal gegen und ihr habt Spaß. Und ihr auch. Ist das geil. So, ne? Alien greift an, hält still, hat alle Fangarme hinterm Rücken verschränkt und wartet auf den Fangschuss. Ihr setzt auf und drückt ab. Oh. Scheiße! Alien ist fast tot. Tut so schlecht, sah die Melone gar nicht aus drin, ist fast noch essbar. Also ich würde mal sagen, das Alien verblutet jetzt gerade. Die Selbstheilungskräfte sind aktiviert und wahrscheinlich springt sie euch gleich an, sobald ihr die Waffe weggesteckt habt. Chichu Frosche, YouTuber, YouTuber, YouTuber. So, ihr habt gehört, die Frau redet mit. Also im Ernstfall müsst ihr in jedem Film das Alien zweimal töten, weil es euch dann von hinten anspringt, wo alle denken, es ist sicher. Kameramann, du könntest doch auch näher ankommen. Mit dem Stativ. Ja. Wackel, wackel. Ich laber wieder zu viel, aber egal. Ihr dürft haten. Ihr müsst ja auch einen Grund haben. So, wie gesagt, Bedrohungspotenzial ist noch vorhanden bei dem Alien. Es springt um euch rum. Ihr seid fast tot. Und ihr schießt nochmal. Sag mal, diesmal ist nicht es nur getroffen. Leicht angeschossen. Also, das Alien zappelt, eure Muni ist alle, ihr habt keine Magazine mehr, was macht ihr? Warte mal. Ja, also das ist schon kräftig reingegangen. Ich würde mal sagen, beim ersten Schuss kam kräftig Dreck mit raus. Das könnte sein. Also ich glaube, wir machen noch mal einen Schuss. Ja? Wegen den Nachbarn und so, obwohl die außer Rufweite sind. Also ein richtiges Alien stirbt ja erst, wenn man aus nächster Entfernung geschossen hat. Und dann setzen wir natürlich wieder auf. Ich hatte eben schon repetiert, ne? Mhm. Also nochmal, das Alien hält still. Kollege, reicht mir mal bitte die Patrone. Also ein bisschen was müssen Sie auch machen. Also er wurde hier gerade Zwangs-YouTube-Millionär und der Einsatz lässt zu wünschen über. Das ist alles ganz, ganz traurig. So. Nochmal, ich war übereifrig und Alien, ne, ihr wisst Bescheid, es kämpft, es zappelt und Scheiße. Ist das geil. Tschüss Freunde, Pause erstmal. Ich hab alles abgekriegt. So Freunde, nach erfolgreichen Schusstest, wir haben uns und die Waffe ein bisschen gereinigt. Ihr seht, so ein Ding ist gar nicht so ungefährlich, wie immer im Chat dargestellt wird. Ich möchte so ein Teil nicht in die Fresse kriegen. Warte. Ja, kurze Unterbrechung der Frau. Ja, also ich möchte sowas nicht in die Fresse kriegen und ich möchte auch nicht, dass man aus Spaß sowas jemanden in die Fresse hält. In meinem eigenen Bekanntenkreis aus der Schulklasse ist jemand, der hat 1 bis 2 Augen, ich glaube ein Auge, eingebüßt durch Schreckschusspistole, ohne Grund, eines Fremden, der auch niemals gefasst wurde. Es war nichts vorgefallen gewesen und ihm fehlt jetzt jedenfalls ein Auge. Er stand wohl vor der Disse in der Warteschlange, da kam jemand vorbei, der wahrscheinlich nicht reingelassen wurde, lief die wartende Reihe entlang und hat einfach die Knarre gezogen, hat einfach jemanden ins Gesicht geballert. So war das wohl da vor Ort. Ich sage bloß, Freunde, passt auf, gerade die Jugendlichen unter euch, seid nicht leichtfertig damit, versaut euch nicht und anderen das Leben. So, wir gehen nochmal auf den Tisch und gucken uns nochmal das Ding von da an. Okay, Freunde, der Kameramann hat leichte Schwierigkeiten mit der Technik. Ich habe schon gerügt, mit Abmahnung gedroht, aber es hilft alles nichts. Hier haben wir nochmal das gute Stück, wir schauen es nochmal von nahen an. Erstmal wieder rausfummeln aus dem Gürtel. So, ne? Wie gesagt, so habe ich es schon original bekommen mit Holster. Was von mir leicht getunt wurde, ich habe hier bloß nochmal kräftig geölt von innen drinne mit Ballistol, ihr wisst Bescheid, um das Leder ein bisschen zu schonen. Aber von außen sollte eigentlich noch adäquate Schuhcreme aufgetragen werden. Ihr müsst die Sachen auch ein bisschen pflegen, wenn ihr sowas habt. So, jedenfalls hier ist nochmal die Waffe. Herangezoomt. Oh ja, Fokus an. Ihr seht's, damals wurden die Beschriftungen ordentlich eingefräst. Und das sieht dann alles gleich ein bisschen besser aus, wem es was sagt.
PTB Nummer 412. Das ist immer interessant, das kann man wirklich googeln. Ich habe das selber schon probiert, da gibt es eine richtige Liste im Internet. Da sind dann alle jemals produzierten Schreckschusspistolen aufgelistet mit ihrer, mit ihrer PTB-Nummer. So, fortlaufend nummeriert. Jo, wir haben sehr viel Spaß mit dem Teil. Und ich würde mal so sagen, das Ding macht mir richtig Spaß. Es funktioniert, es gab keine großartigen Defekte, wie ich befürchtet hatte. Ich hatte das Ding vorher ein bisschen abgeölt mit Ballistol. Ihr wisst Bescheid, das benutze ich immer gerne. Das mit diesen Hülsenklemmern würde ich mal so sagen, vielleicht kann man noch mal ein bisschen das Patronenlager nachreinigen. Oh, schlechtes Licht, ist auch egal. Patronenlager da drin. So, vielleicht kann man das mal ein bisschen mit der Reinigungsbürste behandeln. Oder ich habe hier auch noch Reinigungsschaum. Aber wie gesagt, ich hatte ja die Befürchtung gehabt, dass das ganze Teil nicht richtig arbeitet. Aber Mensch, das ist okay. Ich habe jetzt ja auch bloß eine Patronensorte da von Gecko. Das war die vorrätige in diesem Waffenladen, den ich euch schon präsentiert habe. Hier bei uns in Kolkwitz, in der Region. Und ich sag mal so, das Ding macht Spaß. Kommt in die Sammlung natürlich. Ja. Und es gibt auch nochmal ein Silvesterschießen und alles ist gut, Freunde. Habt Spaß, schafft euch ein Hobby an. Sammelt Schreckschusspistolen. Ein sehr schönes Hobby, kann ich nur dazu sagen. Und wenn jemand so ein Ding mit der Selbstverteidigungsabsicht mit sich rumschleppen möchte, muss er eben so einen kleinen Waffenschein beantragen. Aber seid euch gewiss, ihr seid registriert. Und wenn irgendetwas ist, ein Verdachtsmoment oder ähnliches, könnt ihr jederzeit frühs um 6 oder um 5 Besuch von der Ordnungsmacht bekommen. Das mag ich nicht und deswegen bleibt das Ding eben zu Hause. So, das war's. Groß und ganz zufrieden. Nächste Woche oder anders mal kommt eben die nächste Waffe dran. Tschüss, Freunde.